An der Wall Street ist die Angst vor dem Coronavirus zurück. Der Dow Jones gab am Donnerstag um 3,5% nach und radierte die Kursgewinne vom Mittwoch weitestgehend aus. Zeitweise lag das Kursbarometer fast 1150 Punkte unter dem Vortagesstand. Die Angst trieb die Anleger in vermeintlich sichere Anlagen und so fielen Zinsen für US-Schatzanleihen auf historische Tiefststände.